das Thema Flucht und Migration. Ein ganzer Studientag ist diesem Thema gewidmet. Das war schon geplant vor der Verschärfung der sogenannten Flüchtlingskrise. Wir hatten schon länger vor, das Thema noch mal neu anzupacken. In den 90er Jahren haben wir ein gemeinsames Wort mit der Evangelischen Kirche zusammen erstellt, ein großes Wort zum Thema Flüchtlinge, Migration, Integration und der Fremde, der in deinen Toren ist. Und wir wollten eigentlich immer wieder diesen Text noch einmal neu anschauen. Dass das jetzt in einer solchen Dringlichkeit auf der Tagesordnung steht, haben wir vielleicht vor einem Jahr noch nicht so vermutet. Wir haben geahnt, das wird ein großes Thema bleiben und werden. Aber die Dringlichkeit ist natürlich auch für uns in dieser Weise noch einmal überraschend gekommen. Also werden wir beides versuchen, auf der einen Seite die aktuellen Herausforderungen zu sehen. Politiker sind zu Gast, der Bürgermeister von Hamburg, der Innenminister der bayerischen Staatsregierung, UNHCR-Vertreter. Wir werden in Workshops arbeiten, auch über die Frage der Integration. Was kann Kirche tun? Wie können wir beitragen zu einer positiven Zukunftsentwicklung angesichts dieser Zahlen, angesichts der großen Herausforderung, die für alle, für die ganze Gesellschaft da ist, und die Kirche will ja ein Teil der Lösung sein. Das wird also ein wichtiger Bereich sein, nicht die tagespolitischen Themen alleine. Wir können die politischen Fragen nicht beantworten. Wie Europa jetzt reagiert, das können wir dann kommentieren, aber wir können es nicht direkt bei dieser Tagung auf jeden Fall nicht beeinflussen. Wir haben jedenfalls die große Hoffnung, und das möchte ich doch sagen, dass die politisch Verantwortlichen in unserem Land und auch in Europa, ja in der Welt, angesichts dieser Herausforderungen zusammenstehen. Ich konnte ja ein wenig am Wochenende, weil ich in der Nähe wohne, die Münchner Sicherheitskonferenz verfolgen. Und da war das auch ein Thema, was alle Ausschüsse, alle Referate mit durchzogen hat. Man konnte das wirklich spüren. Und da gilt es, zusammenzustehen, nicht gegeneinander zu stehen, auch in einer großen Koalition, in einem großen Regierungsbündnis, miteinander. Es gibt keine einfachen Antworten auf all die Fragen. Allein die Frage, wie der Syrienkrieg beendet werden soll, ist eine riesige Frage, die wir hier nicht einfach beantworten können. Aber dass man zusammensteht, dass man an Prinzipien festhält. Prinzipien haben nur dann einen Wert, wenn sie in stürmischen Zeiten festgehalten werden, nicht wenn es alles prima läuft. Dann muss es sich bewähren. Zu diesen Prinzipien gehört eben auch, dass niemand, der europäischen Boden betritt, der deutschen Boden betritt, menschenunwürdig behandelt wird. Jeder wird menschenwürdig behandelt. Jeder bekommt ein faires Verfahren, um festzustellen, welchen Status er hat, die Verfolgung. Und niemand wird zurückgeschickt in eine Situation der Gewalt und des Krieges und der Verfolgung. Das sind Basics. Daran können wir nicht rütteln. Wie dieser Schutz gewährt wird, wie man diesen Schutz organisiert, darüber kann man politisch streiten. Unter dieses Niveau abfallen dürfen wir nicht, können wir nicht. Da ist wirklich der Wunsch, denke ich, der Kirche, dass die politisch Verantwortlichen alles versuchen, um nicht die Flüchtenden zum Problem zu machen. Als seien sie die Ursache, als müssten wir vor ihnen Angst haben, sondern wir sollten gemeinsam Angst haben vor Krieg und Gewalt und Verfolgung und Unterdrückung. Wir sollten Angst haben vor einem poröser Werden unserer Gesellschaft, vor einer Polarisierung unserer Gesellschaft, vor falschen Tönen. Das ist vor einem Zerfallen Europas, dafür sollten wir Angst haben. Da sollten wir uns bemühen, dass das nicht passiert. Und da können wir als Kirche, denke ich, auch einiges beitragen. Also das wird sicher ein Hauptthema sein und auch Ihr Interesse. Viele werden ein Interesse in dieser Richtung haben, das ist ganz klar. Aber es gibt auch noch andere Themen, selbstverständlich. Wir denken an den Ad Limina-Besuch zurück. Es war für uns eine sehr schöne Erfahrung, mit dem Papst auch Austausch zu halten über all die Themen, die uns als Kirche in Deutschland interessieren und die ihn interessieren. Wir werden auch nachdenken über das katholische Schulwesen, wie können wir unsere katholischen Schulen profilieren, auch darüber, wie sie vielleicht einen Beitrag leisten können bei der Integration. Das wird im Thema dann des Studientages sicher auch eine Rolle spielen. Wir dürfen noch einmal dankbar zurückblicken auf den Dialogprozess, den wir in den letzten 5 Jahren miteinander gegangen sind. Wir haben jetzt in der letzten Woche eine Botschaft der Bischöfe veröffentlicht
Und da unterstrichen, wir wollen diesen Kontakt, diesen Dialog, dieses Gesprächsforum weiterführen, alle 2 Jahre. Und da werden wir überlegen, konkret während dieser Bischofskonferenz, wie wir das dann umsetzen können. Aber der Grundsatzbeschluss ist gefasst und er ist in dieser Botschaft ja auch vermittelt. Wir haben auch mit großer Freude gehört, dass der Papst zu Beginn des Luthergedenkens, Lutherjubiläums 2016, also am 31. Oktober nach Lund, nach Schweden fährt, um auch auf der Ebene der Begegnung zwischen Heiligen Stuhl, zwischen Vatikan und Lutherischem Weltbund ein Zeichen zu setzen. Wir werden das ja intensiv auch im Jahre 2017 tun. Wir werden mit der Spitze der evangelischen Kirche zusammen ins Heilige Land pilgern. Wir haben eine ganze Reihe an Punkten vereinbart, wie wir dieses Jubiläum miteinander feiern, begehen, bedenken. Ich glaube, alles gehört in gewisser Weise zusammen. Ein wichtiger Punkt wird sein, den Text werden wir intensiver anschauen in dieser Woche, das sogenannte Healing of Memories, wie man das mittlerweile nennt, ein Heilen der Erinnerung, ein Zurückschauen auf das, was sich die Konfessionen, die Kirchen, die religiösen Gemeinschaften in unserem Land angetan haben, auch an die Wunden zu denken. Das wird ein großer theologischer Text und eine Einladung, auch Gottesdienste zu feiern, vielleicht auch lokal, auf der lokalen Ebene zu schauen, was ist da im Dreißigjährigen Krieg und davor und auch danach an Feindseligkeiten gewesen, die wir auch erinnern sollten und auch nicht verschweigen dürfen. Ich glaube, das sind im Wesentlichen die Punkte. Es sind einige Mitbrüder krank. Leider auch Kardinal Lehmann hat sich heute Morgen gemeldet, dass er sich nicht in der Lage sieht, in dieser Woche zu kommen. Das tut uns leid. Wir werden aber alle irgendwie präsent halten und auch informieren und entsprechend grüßen. Das ist Tradition bei uns, dass wir dann auch Briefe schreiben, Karten schreiben und auch an die kranken Mitbrüder denken, dass sie irgendwie auch präsent sind. Danke. Vielen Dank, Herr Kardinal. Ihre Fragen, wir müssen das bitte mit Mikrofon machen, weil man es sonst im Stream nicht hört, wenn Sie sich eindeutig melden. Dann beginnen wir mit Herrn Brüggenjürgen, bitte. Und dann EWTN und dann machen wir hier beim SWR weiter. Ingo Brüggenjürgen, domradio.de. Herr Kardinal, Sie haben die Weltkirche im Blick, Sie sind aber auch verantwortlich für die deutsche Kirche, für die europäische Kirche. Wenn Sie jetzt schauen, die Bischöfe sprechen in Europa nicht mit einer Stimme, da gleichen Sie sich fast den Politikern. Wie kriegen Sie die zusammen? Das stimmt so nicht. Wir haben ja in der Komice, das ist die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union, deren Präsident ich bin, mehrfach über das Thema gesprochen. Wir haben da keine strittigen Positionen veröffentlicht, kann ich mich nicht erinnern, wie die einzelnen Bischöfe oder die Bischofskonferenz in ihrem Land in der je eigenen Situation handeln, das kann ich jetzt nicht überschauen. Wir haben einen eigenen Beauftragten gewählt beim letzten Mal, den Bischof Zivkovitz von Eisenstadt, der gerade heute und morgen in Wien, Heiligenkreuz, alle Bischöfe versammelt, die an dieser sogenannten Balkan-Fluchtroute ihre Bistümer haben. Ich habe natürlich jetzt noch nichts gehört, die sind auch heute angefangen oder gestern Abend. Wir werden uns sicher telefonisch verbinden mit Ihnen und mal hören, welcher Austausch ist da. Wir haben dann Anfang März die Plenarie, die Vollversammlung der Bischofskonferenz der Europäischen Union. Und da werden wir den Bericht hören. Bischof Zivkovitz hat einfach einige Punkte einmal vor Weihnachten zusammengestellt, was die lehramtlichen, die päpstlichen Äußerungen zur Flucht sind und Flucht und Migration, die ja unstrittig sind, die habe ich allen Regierungen geschickt, die habe ich allen Verantwortlichen in der Europäischen Kommission geschickt und das ist auch veröffentlicht worden. Also insofern kann man nicht sagen, auf der europäischen Ebene passiert überhaupt nichts. Dass die Länder auch in einer sehr unterschiedlichen Situation sind und Deutschland sehr, sehr herausgefordert mit den Zahlen, die woanders in der Form nicht da sind und dass die Flüchtlinge auch zu einem großen Teil, wie Sie alle wissen, nach Deutschland wollen. Das ist natürlich eine besondere Situation. Aber ich kann nicht sagen, dass die Kirche hier völlig disparat spricht oder genauso spricht wie die Politiker. Kollege von EWTN. Herr Kardinal, die Profilierung katholischer Schulen ist ja ein Thema, das Sie jetzt behandeln werden. Und meine Frage ist die, in Deutschland hört man in vielen Regionen, dass der katholische Religionsunterricht an vielen Stellen
ja nicht mehr die katholische Lehre transportiert, sondern vielfach auch anderes mittransportiert und die katholische Lehre oft auch verwässert dargestellt wird. Jetzt ist meine Frage, ist es eine Option, dass diejenigen, die von der katholischen Kirche als Lehrer ausgesandt werden, dass die Regeln dafür auch verschärft werden könnten? Na, da sind viele Punkte in wenigen Sätzen drin. Das muss man ein bisschen auseinandernehmen. Katholische Schule ist nicht gleich katholischer Religionsunterricht. Katholische Schule, das ist ein eigenes Unternehmen, was nicht nur das speziell Religiöse behandelt, sondern den ganzen Menschen behandelt und eine Schule sein will mit einer besonderen Ausrichtung, mit einem besonderen Menschenbild. Der katholische Religionsunterricht ist eine staatlich-kirchlich vereinbarte Sache. Der konfessionelle Unterricht, da gibt es Lehrpläne und Lehrbücher, die von den Bischöfen alle genehmigt sind. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben alle eine Mission. Es kann niemand Religionsunterricht geben, der nicht eine Sendung durch den Bischof hat. Und da muss im Einzelfall bewiesen werden, ob jemand etwas sagt und etwas lehrt und etwas im Unterricht macht. Das gilt nicht nur für den Religionsunterricht. Das gilt für alle Fächer, was dem Curriculum nicht entspricht. Und dann gehen wir den Sachen nach, natürlich. Das ist ganz klar. Dass das natürlich nicht so ganz einfach ist und man will auch nicht einfach nur kontrollieren und dass die katholische Lehre von den einen so und den anderen so gesehen wird, dass es aber ein klares lehramtliches Gebäude gibt, ein klares Glaubensbekenntnis, ist ja klar. Aber ich sehe nicht, ich kann nicht erkennen, diesen allgemeinen Vorwurf gegen die Religionslehrerinnen und Lehrer, als seien die alle mehr oder weniger vom Glauben abgefallen. Das teile ich nicht, ausdrücklich nicht. Herr Mayer? Stefan Mayer von der ARD. Es gab eine ganz erstaunliche Willkommenskultur in Deutschland im vergangenen Jahr. Inzwischen mehren sich die kritischen Stimmen bis hin zur Fremdenfeindlichkeit. Was ist die Position der Kirche? Sollen wir uns von dieser Willkommenskultur verabschieden? Nein. Was heißt Willkommenskultur? Willkommenskultur kann doch bedeuten und sollte bedeuten damals, es ist ein Begriff, der dann geprägt wird, jemand, der in Not ist, den lassen wir nicht im Stich. Sollten wir das ändern? Nein. Ich kann das nicht erkennen, warum man das ändern soll. Wie können wir ihm helfen? Natürlich am besten kann man Menschen helfen, dass sie dort bleiben, wo sie zu Hause sind. Dass sie dort eine Zukunft haben, wo sie ihre Sprache sprechen können. Wo sie ihre Kultur leben können. Wo sie ihre Verwandten haben und Freunde haben. Das muss unsere erste Ausrichtung sein. Fluchtursache beheben. Natürlich ist die Flucht und alles hinter sich lassen, mit nichts als dem, was man tragen kann, über das Mittelmeer zu kommen. Wie viele ertrinken? Jede Woche. Skandalös. Da sollten wir sagen, jetzt ändern wir unsere Meinung? Nein. Wie helfen wir? Wie können wir verhindern, dass Tausende von Menschen, im letzten Jahr Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Ja, die Schleuser sind ein Problem. Kriminelle machen sich dort breit. Aber was kann man tun? Wir können ja sonst auch vieles tun. Wir haben die Finanzkrise beherrscht und das können wir nicht. Also da bin ich wenigstens jemand, der fragt. Ich habe keine einfachen Antworten, aber die Fragen können wir nicht unterlassen. Natürlich wissen wir alle, nicht alle Notleidenden können bei uns aufgenommen werden. Es braucht eine solidarische Anstrengung, die Ursachen zu bekämpfen, etwas zu tun, dass Menschen überhaupt eine Zukunft haben. Aber ich habe gerade jetzt am Wochenende, ich habe ja davon gesprochen, dass ich einiges mitbekommen habe dort, von den Nachbarländern gehört, vom Libanon und Jordanien. Was kann das für Europa bedeuten, wenn diese Länder zusammenbrechen? Wenn die destabilisiert werden? Ich bin kein Politiker, ich darf nur Fragen stellen. Und da sollte man deswegen verbal abrüsten, nüchtern auf die Probleme schauen, versuchen, jede Polarisierung, jede Schwarz-Weiß-Malerei, jede Katastrophenstimmung, jede Hysterie einmal beiseite zu lassen und zu sagen, hier ist jetzt eine Agenda, die muss abgearbeitet werden, die verschwindet nicht, indem wir große Parolen von uns geben. Indem wir wünsch dir was sagen, sondern indem konkret Schritt für Schritt gearbeitet und gekämpft wird für diese Menschen, damit sie eine Zukunft haben. Wo auch immer. Also ich denke, Nüchternheit ist angemessen, Vernunft, aber dass wir uns verabschieden von dieser Ausrichtung, lass uns auf die Menschen schauen, wie können wir diesen Menschen helfen. Und wenn sie bei uns sind, werden sie menschenwürdig behandelt, bekommen ein Verfahren. Wenn sie nicht bei uns bleiben können, sind sie weiterhin in unserer Verantwortung? Müssen wir etwas tun, dass sie dort, wo sie sind, leben können, Zukunft haben, Familie aufbauen können, Schule aufbauen können? Also, ich denke,
die Größe, die Dramatik dieser Situation wird von manchen nicht begriffen. Sie kreisen um ihre eigenen Probleme und denken, wenn wir nur Hauptsache uns diese Armen vom Leibe halten, haben wir uns gerettet. Davor warne ich. Ein solches Denken wird nicht zukunftsfähig sein. Eine zweite Frage. Noch eine zweite und dann gehen wir zur anderen Seite nochmal, oder? Ja. Was kann in diesem Zusammenhang die Kirche tun? Was kann die Kirche leisten? Was ist Ihre Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, zur Besonnenheit auch zu mahnen, zur Einheit in der Gesellschaft, zum Miteinander, zur nüchternen, aber auch engagierten Nächstenliebe. Ein Beispiel zu setzen, dass Menschen zusammenkommen können, auch unterschiedlicher Kultur, dass das möglich ist. Deswegen beraten wir ja in diesen Tagen auch darüber, welcher Beitrag kann das sein, von den Kindergärten in den Pfarreien bis in die Schulen hinein, in der Sozialarbeit, in der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche. Wir können den Staat nicht ersetzen, wir sind nicht der Staat. Gott sei Dank, es ist ja nicht so vorgesehen, dass wir alle Dinge sozusagen ersetzen. Aber da, wo Möglichkeiten sind, wollen wir sie engagiert ergreifen. Und eben, wir sind, meine ich schon, haben den Auftrag in einer Gesellschaft, die, das macht mir wirklich Sorge, spannungsvoller wird im Miteinander. Zu sagen, was trägt uns gemeinsam? Was ist die Verantwortung? Und was ist die christliche Identität auch auf das Fundament? Und das ist die Nächstenliebe. Und das ist die Verantwortung für den anderen, besonders für den Schwächsten. Damit ist auch nicht auf alles eine Antwort gegeben, ich weiß das schon, aber wir als Kirche müssen das wenigstens in Erinnerung rufen. Vergesst die Armen nicht, vergesst sie nicht, sonst verliert ihr eure Seele. Herr Liebert? Wolfgang Lickert, SWR, die Laienorganisation Wir sind Kirche hat gesagt, die Kirche soll sich noch stärker engagieren, Räumlichkeiten noch mehr zur Verfügung stellen, jede Gemeinde soll eine Familie aufnehmen. Was sagen Sie da zu dieser Forderung? Ja, man kann immer noch mehr machen. Ich weiß nicht, ob die Organisation jetzt ganz genau Bescheid weiß, was die Kirche in Deutschland tut. Wir werden ja am Mittwoch noch einmal Zahlen veröffentlichen, zeigen, was getan wird. Da muss man, glaube ich, auch sehr konkret in die einzelnen Bistümer hineingehen, in die Vereine hineingehen. Da ist in den letzten Monaten unglaublich viel passiert. Und da ich kann das nicht auswendig sagen, was alles an Zahlenmaterial vorliegt. Ich glaube, bei jeder Sache, die gut läuft, kann man sagen, und man kann noch mehr tun. Aber man sollte jetzt nicht in einen Anklagemodus verfallen und rumschnüffeln, was alles nicht passiert, und Haare in der Suppe suchen, sondern die Leute ermutigen und bestärken, die etwas tun. Und das tun wir, und als Bischöfe, meine ich, haben wir unsere Aufgabe, da Mutmacher zu sein, in die Vereine hinein und auch die, wo es manchmal gesagt wird, dass die an die Belastungsgrenze kommen. Ich erlebe immer noch, das muss ich noch einmal deutlich sagen, eine große, große Bereitschaft zu helfen. Und das Gerede, die Leute wollen nicht mehr, die Leute sind aggressiv geworden, das wird auch geschürt manchmal. Natürlich gibt es das auch. Aber in der Mitte der Gesellschaft ist so ein großes Potenzial von gutem Willen weiterhin da. Und als Kirche haben wir die Verpflichtung, das zu stärken. Ich darf nur mal unterstreichen, wir haben hier im September letzten Jahres in Fulda bei der Vollversammlung Zahlen vorgelegt bis September. Und Herr Kardinal Marx wird beim Pressegespräch am Mittwoch dann die Zahlen bis Ende 2015 vorlegen, was in den Bistümern passiert, was geplant ist, was bei den Hilfswerken kommt. Die Zahl kommt dann am Mittwoch. Frau Arning. Das war im Grunde meine Frage, was konkret gerade, Entschuldigung, läuft, also in den Bistümern, ob Sie einen Überblick haben. Weil das machen wir Mittwoch dann. Mittwoch dann. Okay, dann hat sich das erledigt. Das ist jetzt ein bisschen zu viel auf einmal. Wir fangen ja an mit der Sitzung. Letzte Chance zur Frage. Kollege Oppermann von, dann machen Sie zunächst und dann Herr Oppermann, bitte. Hallo, Simon Fanzel vom ZDF. Mich würde interessieren, was Sie vom Besuch von Herrn Herrmann aus Bayern erwarten, weil die CSU scheint ja nicht auf Linie der Kirche zu sein aktuell. Es geht hier nicht um die CSU, es geht um die bayerische Staatsregierung. Es geht darum, dass wir von einem Politiker, der Verantwortung trägt, in einem Land, das besonders belastet ist, ich komme ja daher, durch die Flüchtlinge hört, wie sie es organisieren. Denn das darf ich auch einmal sagen, bei allem Diskutieren über die Position innerhalb der Regierung, was deuten Sie an, läuft es in Bayern gar nicht schlecht, ganz gut. Sie müssen überlegen, dass fast alle Flüchtlinge nach Deutschland über Bayern kommen. Und da ist viel geleistet worden. Ich sage immer wieder, macht doch mal stark, was ihr an Gutem auch, was an Gutem getan wird und was auch gut funktioniert. Und ich denke, deswegen gibt es genug Gelegenheit, auch mit dem Herrn Staatsminister zu sprechen. Wie läuft das? Wo sind die Probleme? Wie sieht er ganz praktisch die Dinge? Nicht die großen politischen Dinge,
Europa, und das kann er ja sich nicht lösen, aber er hat Verantwortung für ein Land und für die Herausforderung, das zu organisieren, wie kommen Flüchtlinge zu uns und wie wird das in guter Weise gemacht. Und dann werden wir mit ihm diskutieren, vielleicht auch kontrovers, das gilt für, da bin ich ja nicht so unbekannt dafür, dass ich da jetzt nicht auch kontroverse Debatten liebe. Es ist ja wichtig, es ist ein nicht einfaches Thema, es kommt nur darauf an, dass man die Debatten dann auch in einem guten Stil mit Respekt führt. Und davon gehe ich bei Herrn Herrmann allemal aus. Wir kennen uns gut. Herr Hoffmann. Ralf Obmann, Radio Horeb. Herr Kardinal, von vielen Christen in den Flüchtlingslagern hört man, dass sie sich nicht trauen, ihren christlichen Glauben zu leben oder von den Muslimen unterdrückt werden. Was sehen Sie aus Ihrer Sicht, kann die Kirche zum Schutz dieser Menschen und auch dafür tun, dass sie ihren Glauben besser leben können? Ja, zunächst ist es wichtig, dass alle möglichst schnell aus der Situation der Enge, des Lagers, der Einrichtung herauskommen. Das ist ja der Grund. Nicht nur religiöse, kulturelle Spannungen kommen auf, auch eben Spannungen zwischen Nationen, zwischen Ethnien und so weiter. Das ist ja vielfältig. Das kann man sich ja vorstellen, was dort zum Teil abläuft, wenn man über Monate auch nicht weiß, wie komme ich hier weiter, was ist hier los. Wir haben ja auch keinen genauen Überblick. Ich gehe all den Dingen nach und wir wollen versuchen, auch in besonderer Weise, es wird ein Thema sein, auch bei den Workshops, auf die Christen zu schauen. Aber das wird sich ergeben in den nächsten Monaten. Wir haben ja längst noch keinen Überblick, wie viele bekommen Asyl, wie viele werden als Flüchtlinge geduldet, auf unabsehbare Zeit, weil der Krieg ja nicht zu Ende ist. Wo versammeln sie sich dann? Werden sie sich in den christlichen Gemeinden, etwa die Chaldeer, die christlichen Chaldeer aus dem Irak oder woanders, sammeln die Syrer, und dann kann man seelsorglich etwas tun. Also das haben wir schon durchaus im Blick, und da brauchen wir natürlich auch die Priester aus den Ländern, aber das kann man, glaube ich, nach dem Studientag auch nochmal genauer anschauen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch im Auge behalten, was geschieht mit den vielen Christen, die kommen.